Hey Leute, ich begrüße euch zu Part 12 von Let's Play Inside, wahrscheinlich auch zum letzten Part, ich mutmaße jetzt mal. Und ja, weil ich glaube, viel übler als das, was wir hier vor uns sehen, kann es kaum werden. Was für ein schlimmes Experiment, die da mit uns machen. Wir können leider nicht nach hinten, um denen Bescheid zu sagen. Ja, ich glaube, das Spiel wird nicht mehr lange gehen. Und jetzt schauen wir doch mal, was uns, ob wir da runter können. Da ist jemand. Ah, okay, der flieht vor uns. Will der durch die Tür abhauen? Der will durch die Tür abhauen. Ja, Leute. Unser Junge ist hier. Mach auf. Nee, macht er nicht. Wir müssen wirklich ganz weit wegbleiben. Da oben laufen auch noch welche über den Steg. Hoffentlich lässt er die Tür offen, wenn er weg ist. Ach nee, der will uns durchlassen. Kommen wir da durch? Passen wir da durch? Wir passen durch. Okay. Okay, wir können dahinter, aber da ist nichts. Okay, wir die dirigieren uns jetzt. Das ist nicht was mir gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das riecht so nach Falle. Autsch. Was zischt denn da so? Oh, da oben ist ein Gassymbol. Ist das Gas? Aha. Aha. Wir müssen wohl durch diese Tür da durch. Wird ein bisschen schwerfällig, unser Freund. Ah, okay. Okay. Was passiert jetzt? Aha, die können wir doch bestimmt aufdrücken. Oder müssen wir sie rausziehen? Nein. Okay. Oh, schaut mal da oben. Ah, da oben ist ein Schalter. Wer baut denn bitte einen Schalter an die Decke, Leute? Okay, wir müssen das Teil nicht da oben reinwerfen, sondern an den Schalter hinwerfen. Ja. Die Frage ist, unsere, ich nenne es mal unsere Vereinigung, was wollen wir? Aha. Nochmal. Ah. Oh. Wir machen das Licht aus und dann geht die Tür auf. Ich verstehe. Flatsch. Wir warten durchs Wasser. Ist das vielleicht ein Intelligenztest von diesen Wissenschaftlern, wie weit wir kommen? Oh, was ist denn das? Das sieht nach einem Brennofen aus. Hm. Okay. Hm. Wir müssen vielleicht... Ist es möglich, dass wir dieses Holzteil anzünden müssen? Es ist möglich. Ich würde mal sagen, dass das aus Holz ist. Hat sich jetzt zumindest nicht angehört, als wäre es aus Metall, als wir es geworfen haben. Spannend, oder wie so ein Spiel Assoziationen weckt. Und jetzt. Eieiei. Wir mögen kein Feuer wie alle Lebewesen. Oh. Langsam. Schön langsam. Okay. Okay, wenn ich X loslasse, dann lässt das auch fallen. Okay. Ich muss X gedrückt halten. Ah! Okay. Och, ist das gemein. Es geht die Sprinkleranlage los. Ach, wir müssen das da drüber werfen. Okay, natürlich müssen wir es drüber werfen, wenn es brennt. Ah, ist das heimtückisch. Liebe Spieleentwickler. Na gut, rein mit uns.
Ja, das gefällt euch nicht, mir auch nicht. Okay. Mann, das ist ja wie beim Baseball oder so. Jawohl. Okay, kommt jetzt diese Gasgeschichte ins Spiel, weil ich höre es doch zischeln. Und wie schon gesagt, auf dem Schild das Symbol. Hoffentlich zerreißt es uns nicht. Okay, das ist eine Notfalltür, die wir jetzt hier geöffnet haben. Die ihr da hinten hättet sie uns auch aufmachen können. Okay, Leute, okay. Hinauf und hinunter. Uah! Wir hätten ja auch über die Stufen gehen können, aber nein, da wollte das Spiel uns nicht hinlassen. Okay. Was macht ihr hier? Und was machen wir mit diesem Gefährt hier? Okay, da kommen wir natürlich nicht hin, ist ja klar. Da können wir wahrscheinlich auch nicht aufklettern, das wird zu einfach. Okay, lass doch mal den Haken runter. Lässt er nicht. Müssen wir die verscheuchen irgendwie? Aber zurück werde ich jetzt nicht mehr kommen, oder? Doch, warte mal, ist das ein Wagen? Ah, das ist ein Wagen, den wir ziehen können. Aha. Verzeihung. Wägen. Okay, vermutlich müssen wir da irgendwie hin. Und jetzt? Okay. Ah, das können wir in Schwingung versetzen. Müssen wir das Meer in Schwingung versetzen? Und jetzt? Nee. Hab's noch nicht verstanden, Leute. Ah, nicht loslassen. Oh, schaut doch mal. Wir müssen uns schwingen. Aha. Autsch. Demolieren alles. Ja, hau mal ab, du Hakenhalter, du. So. Oh, da ist er schon wieder, der Hakenhalter. Was? Ah, Momentchen mal. Das ist doch so ein Katapultteil. Ah, okay. Ist es eher unwahrscheinlich, dass wir uns da draufstellen können, oder? Nein, warte mal. Lass doch mal. Kann ich da drauf und dann ziehen? Nein, das geht nicht. Aber raufwerfen geht auch nicht. Also Leute, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass diese Tür nicht offen ist. Ja, natürlich nicht. Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre die Typen hier. Okay. Geht das? Tatsächlich. Okay. Oh, da waren wir jetzt etwas schwerfällig. Okay, die helfen uns. Was soll denn das? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Und dann müssen wir dem Starthilfe geben. Nee, das war nix. Er nickt und winkt uns und... Sehr freundlicher
Bauarbeiter. Wollen die uns einfach loswerden? Haben die Angst vor uns? Lauf, lauf, lauf. Jetzt aber, okay. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Sind die fies, oder? Das war irgendwie klar, oder? Kann ich schwimmen? Ja, ich kann schwimmen. Wo sind denn unsere Unterwasserfreunde, wenn wir sie brauchen? Ah, oh. Nee, hier geht's nicht. Hier geht es nirgendwo hinaus. Ah, okay. Wir können das hier alles demolieren. Okay. Suchen wir irgendwas? Ich kann ja nur links und rechts. Das könnte das. Okay. Nee. Irgendwas müssen wir hier. Nee, das. Ah, oh, das sieht's anders aus. Ja, ich glaube, das ist es. Bin durch mit uns. Unsere Fischfreunde zeigen uns den Weg. Dem Licht entgegen, schaut mal. Ha, wir kommen raus aus eurer Wasserfalle. Ach, das Gestöhne hat mir aber ehrlich gesagt gar nicht gefehlt. Okay. Jetzt sind keine Wissenschaftler mehr da im Augenblick. Haben wir sie abgeschüttelt? Wähnen die sich in Sicherheit? Da leuchtet's, schaut mal. Kann ich da was ziehen? Nee, kann ich nicht. Kann ich da einfach nur durchbrechen? Ah. Was? Boah. Dann nichts machen, Leute. Er bewegt sich nicht. Oh Leute, ja, das war's. Das war Let's Play Inside, Leute. Und mir obliegt mal wieder die Aufgabe, hier ein Review zu bringen. Ich muss aber gestehen, dass dieses Review genauso kurz wird, wie das Spiel war. Also Punkt 1, das Spiel ist sehr kurz. Das war aber ehrlich gesagt zu erwarten. Also ich habe jetzt auch nicht mit einem langen Spiel gerechnet. Es ist, wie schon bei Limbo, sehr ja, interpretationsfreudig. Also es lässt dem Spieler die Interpretation zu machen. Es werden viele Fragen aufgeworfen, wenige werden beantwortet. Was sind das für Leute, die da diese Experimente machen? Was tun die da genau? Was hat es mit dem Jungen auf sich? Wo kommt der her? Warum begibt er sich überhaupt auf die Reise? Die toten Schweine, die Zombies, sind dieser menschliche Haufen, den wir da sehen,
Ist das eine Ansammlung von unseren Zombie-Freunden? Keine Ahnung, Leute, ich werde auch nicht weiter spekulieren. Ich überlasse euch eure eigenen Interpretationen. Ich kann nur sagen, ich habe das Spiel jetzt gerne gespielt wegen dem Gameplay. Die Rätsel waren auch sehr toll. Ich muss allerdings sagen, es war mir dann doch teilweise ein bisschen vom Thema her ziemlich heftig. Ja, also es geht schon so in die Richtung, wow, Wissenschaft, pass auf, was du tust. Ja, ich drücke mal hier, Moment. Ah, okay. Kommt noch was? Play that inside. Und ich vermute, wenn ich jetzt noch was mache, geht das Ganze wieder von vorne los. Ja, genau, Leute. Ja, also wie schon gesagt, es hat so gewisse Untertöne. Die Grafik und alles, Sound, geht alles absolut in Ordnung. Das Spiel hat auch jetzt Spaß gemacht zu spielen. Ist aber schon teilweise ein bisschen shocking, sage ich mal. Aber das soll es auch sein, das ist klar. Und ja, Leute, ich, ja, natürlich wie immer hätte ich mir gewünscht, dass man so ein bisschen mehr von der Story mitkriegt. Aber wie schon gesagt, das war jetzt einfach bei diesem Spiel nicht zu erwarten. Deswegen werde ich mit meinem nächsten Spiel, werde noch nicht verraten, was es ist, hoffentlich einen Griff machen, der einen storyhaltigeres Game erwischt. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich habe mich gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid, dass ihr mir bei Inside gefolgt seid. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in einem anderen Let's Play wiedersehen. Bis dahin, Leute. Ciao.